Wann ist ein Mensch tatsächlich gesund? Wann ist er krank? Ist Gesundheit nur vom Körper abhängig oder gibt es eine seelische Gesundheit? Um Fragen dieser Art beantworten zu können, muss die eigene Haltung zur Pflege und Arbeit mit Menschen definiert sein. Das Pflegeverständnis ist die eigene Haltung zur Pflege von Menschen und ist abhängig von Faktoren wie der eigenen Erfahrung, von der sozialen Herkunft, von dem kulturellen und religiösen Hintergrund und von Erwartungshaltungen in der Gesellschaft. Das Pflegeverständnis entwickelt sich stetig weiter und es gibt nicht das eine Verständnis. Gemeinsamkeiten sind im Pflegekodex ICN festgehalten. Wissen als wichtigstes Element. Denn Wissen und Erfahrung prägen das Pflegeverständnis. Jede Institution hat ein eigenes Pflegeleitbild, das hängt von der Art der Einrichtung und von der Größe ab. Nicht zuletzt aus finanziellen Gesichtspunkten stellen Gesetze die Grenze zwischen Wünschen und Machbarkeit in der Pflege dar. Es gibt etliche Personen, die die Pflege von Menschen maßgeblich geprägt haben. Beispielsweise im deutschsprachigen Raum Monika Krohwinkel. Die Pflege nach Monika Krohwinkel ist so ausgelegt, dass die zu Pflegenden gemeinsam mit der Pflegefachkraft am dynamischen Prozess zwischen Krankheit und Gesundheit arbeiten. Dabei werden Besonderheiten, beispielsweise ein individuelles Ruhebedürfnis, beachtet. Es werden Feinfühligkeit und Toleranz gelehrt bei Themen wie Sexualität, Nähe und Verlust. Grundsätzlich gibt es 4 Bereiche der Pflege, die für alle Pflegemodelle gelten. Die Kuration, welche Krankheit heilt. Die Prävention, welche Krankheit verhütet. Die Rehabilitation, welche Gesundheit wiederherstellt. Und die Palliation, welche Leiden lindert. Die oberste Regel ist stets die Achtung der Menschenrechte. In der Zukunft wird sich unser Pflegeverständnis weiterentwickeln. In ein paar Jahren wird die Pflege modernisiert sein. Roboter sollen die Pflegefachkraft unterstützen, nicht aber ersetzen. Denn das ist der Ursprung des Pflegeverständnisses. Pflege vom Menschen für den Menschen. Deshalb ist es unabdingbar, den Menschen in der Gleichung zu halten. Der Generationenvertrag muss eingehalten werden, damit wir als emotionale Wesen mit individuellen Bedürfnissen fortbestehen können.